Da bin ich wieder, der Angelo. Diese Woche mit dem Thema Outing-Ratschläge. Was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, weil jeder kommt mit seinem Outing anders klar, sage ich jetzt einfach mal. Das war mein Laptop. zum Ersten würde ich vielleicht gerne mal so ein bisschen erklären oder beziehungsweise erzählen, wie meine Outings so gewesen sind mit positiv und negativ Reaktionen, weil es gibt ja leider beiderlei Seiten. Erst zu meiner negativen Outing-Erfahrung, sage ich jetzt mal, war mit meinem eigenen Zwillingsbruder, dem ich dann halt dachte, dass ich nicht seine Zwillingsschwester, sondern sein Zwillingsbruder bin und ihm dann so ein bisschen erklärt, wie es mir halt dabei geht und dass ich mich halt darüber freuen würde, wenn er mich auch Angelo nennen würde, mich als seinen Bruder sehen würde und nicht als seine Schwester. Ja, hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte, sag ich jetzt mal. Er hat nämlich definitiv leider negativ reagiert. Er hatte mir dann vor den Kopf geworfen, ich würde ja nie sein Bruder werden oder sein. Für ihn bin ich und bleibe ich seine biologische Schwester. Und er würde mich niemals bei meinem männlichen Namen nennen können, wollen, wie auch immer. Was ich natürlich sehr schade fand, weil gerade mein eigener Zwillingsbruder bei dieser Reaktion oder mit dieser Reaktion ist schon ein harter Schlag gewesen. Und da dachte ich mir dann so, gib dir Zeit, ist okay. Gut. Negative, wie gesagt, gibt es immer. Dafür dann aber meine positive Reaktion oder die beste positive Reaktion von allen fand ich die von meiner Mutter tatsächlich. Bin nämlich natürlich von der Panik, wie meine Mutter reagieren könnte, dahin, mich zu ihr gesetzt, gesagt, ja, hier, ich muss dir da mal was sagen, ja, ich bin definitiv keine Frau, ich bin definitiv vom Kopf her ein Mann und möchte mich dementsprechend auch zu einem Mann umoperieren lassen, den Weg dazu gehen. Und die Reaktion von meiner Mutter, die war der Hammer, drehte sich zu mir um und dachte, ist doch geil, da kriege ich meinen zweiten Sohn. Also da ist mir dann ein deftiger Stein vom Herzen gefallen. Habe tatsächlich aber auch vorher, dazu komme ich dann mal zu meinen Ratschlägen, die ich euch geben möchte, meine beste Freundin mit zur Seite gezogen, mit der ich über wirklich alles reden kann. Und erst mit ihr gesprochen, und ja, rumgedropselt halt so, weil man halt nicht wusste, wie sollte man sowas anfangen. Irgendwann kam mir dann auf das Thema, wie genau, weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe dann gesagt, ja hier, pass mal auf, na, wäre cool. Nicht ganz so gesprochen, aber so ähnlich halt. Wäre halt cool, wenn sie mich männlich sehen könnte, mich als Angelo auch nennen könnte. Ich habe dann halt viel erzählt, wie ich mich halt fühle, wie ich damit klarkomme und. Möchte ich euch auch gerne mit ans Herz legen, dass ihr euch eine Vertrauensperson sucht, für die, die sich natürlich noch nicht geoutet haben, ob jetzt, noch nicht bei den Eltern, vielleicht auch noch nicht auf der Arbeit oder sonst irgendwo, dass ihr euch eine Vertrauensperson nimmt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel, ja, ich sag mal, als homosexuell zum Beispiel geoutet hattet, vorher. Weil er halt noch nicht wusste, was mit euch los ist. Wie ich zum Beispiel, ich habe mich auch vorher als homosexuell geoutet. Natürlich da auch mit meiner besten Freundin vorher drüber gesprochen, alles. Und mit ihr auch definitiv zu meiner Mutter, Freunden und so weiter, mit dem Halt von ihr dann genommen, weil sie mich dann unterstützt hat in meinen Outings. Wodurch es für mich natürlich auch dementsprechend leichter ging. Und auch den Kopf her besser zu verarbeiten, wie auch immer, weil gerade am Anfang kenne ich das, ist natürlich sehr schwierig. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt mittlerweile aber auch seit, ich glaube, einem Jahr knapp geoutet. Dementsprechend wurde es nach und nach immer leichter, wenn man halt
neue Leute kennengelernt haben, die dann auch auf einmal fragten, warum hast du so eine helle Stimme? Zwischendurch tatsächlich habe ich sogar noch eine helle Stimme, die ich natürlich nicht unbedingt immer versuche zum Vorschein zu lassen. Warum sollte man sich natürlich die Vertrauensperson nehmen? Weil es dann eine Person ist, die einen versteht, versteht, warum, weshalb, weswegen, die dann den Hintergrund versteht. Und besser dann, wenn man halt wirklich negative Reaktionen eventuell sogar bekommt, wieder aufbauen kann, unterstützen kann, nochmal mit dieser Person reden kann und. Also es ist wirklich absolut wichtig, dass ihr da jemanden habt, wo ihr definitiv sagen könnt, zu dem kann ich hingehen, mit dem kann ich über alles reden. Da kommen wir dann, zum nächsten Punkt. Wie geht ihr mit Negativreaktionen um? Ist natürlich auch so ein Punkt, ist auch blöd. Natürlich. Da lasst euch aber gesagt sein, seid wer ihr seid, auf jeden Fall. Ihr solltet euch auch nicht für irgendwelche anderen Leute verbiegen lassen oder sonst irgendwas. Weil ihr lebt euer Leben, so wie ihr es für richtig haltet. Oder wie wir es für richtig halten. Und nicht so wie uns andere haben wollen. Und dahingehend will ich wirklich sagen, macht diese Outings, auch wenn es schwerfällt, mit dieser Vertrauensperson. Versucht innerlich mit euch erstmal selber diesen Disput zwischen kann ich das und wie kann ich das zu regeln, sag ich mal. Und wenn ihr zum Beispiel auch Negativreaktionen bekommen habt, dann eventuell, weil es vielleicht in dem Moment einfach nur so ein Schlag war, kann ja gut möglich sein, um Gottes Willen. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, wie man so schön sagt. Nur wenn es immer und immer wieder von derselben Person kommt, dann solltet ihr euch eventuell wirklich mal überlegen. Eigentlich ist diese Person wirklich ein Freund, ein Bekannter, was auch immer. Und kann ich damit leben, dass diese Person so denkt? Und will ich diese Person überhaupt in meinem Leben haben? Dass ihr da für euch wirklich eventuell auch für euer Outing und für eure euer Selbstbewusstsein wirklich solche Leute um euch herum haben wollt. Weil ich habe auch sehr viel aussortiert, definitiv. Und ja, lebt einfach, wie ihr es für richtig haltet. Traut euch, diesen Schritt Outing zu gehen. Versucht euch so viele Hilfsmöglichkeiten geben zu lassen, wie ihr könnt, oder Hilfestellungen. Und ja, drückt euch die Daumen, jeden Einzelnen, dass alles gut geht, und lasst euch nicht unterkriegen, dementsprechend, wenn negative Reaktionen kommen. Und noch einen schönen Abend wünsche ich euch. Auf das nächste Mal.